Okay, im nächsten Level. Okay, das sieht sehr nach Endgegner aus. Das sieht sehr nach Endgegner aus. Oh ja. Oh Mann. Die habe ich aber auch. Blöder Gegner. Von was wurde ich getötet? Ich weiß es wieder mal nicht. Leute, I don't know. Mann, die macht ihm aber gut Schaden, die Waffe. Ui. Ach so, er hat eine Shockwave. Ey, er lebt wieder. Blöd. Kann ich da eigentlich hoch? Ja. Okay, er hat nicht mehr viel Leben. Come on. Nice. Was? Von wem? Von was? Alter. Really? Er war tot und von irgendwas wurde ich dann noch gekillt. Will man mich verarschen? Von irgendwas einfach gewonnen-hittet beim Heilen. Natürlich. Da oben. Klar. Mann, ey. Was ist das eigentlich für ein Angriff, der mich nicht einmal trifft? Ich gehe wieder nach da oben. Oh Mann, oh Mann. Und gleich auf jeden Fall ein Save machen, nachdem der seine komische lange Transformation hinter sich hat. Noch mache ich ihm keinen Schaden. Gut zu wissen. Geil. Geiler Typ. Mit Schüssen, wo man, wenn dir nicht ausweichen kann, hey. Na, ich weiß nicht mal, was mich trifft. Das ist ja das Tolle daran. Lol, da bin ich schon gar nicht mehr Kollege. Jetzt sieht da seine Leiche, natürlich.
Oh Mann. Wäre ich in dem Spiel wenigstens so schnell wie in Quake 2, dann wäre das ja alles kein Problem. Aber man kann ja dem Spiel nicht ausweichen, weil man viel zu langsam ist. Ich weiß nicht mal, was mich trifft. Das ist einfach das Tolle daran. Es ist wortwörtlich das Tolle daran. Ich weiß nicht mal, was mich trifft. Ich weiß nur, ich werde getroffen. So, jetzt ist er tot. Und jetzt? Kriege ich jetzt gleich wieder Schaden von irgendwas? Hä? Oder ist er jetzt wirklich tot? Oh! Und wie mache ich das jetzt? Wie kill ich das jetzt? Ernsthaft. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich machen muss. Mach mal die Gegner schnell tot. Ich weiß nicht, was ich machen muss, ne? Oh, scheiße. Ach, da kann man durchschießen. Okay. Das ist meine. Wie kann ich sowas nicht wissen? Hey, ne? Wie kann ich es wagen, nicht hell zu sehen? Ist ja nicht so, wie als wären die Sachen, die er da durchschießt, nicht auch eigentlich physikalische Objekte. Ist ja nicht einmal irgendwie sowas wie Energie oder sowas, wo man sich vielleicht auch irgendeine bescheuerte Ausrede einfallen lassen könnte. Es ist wortwörtlich einfach, ja, du kannst da zwar drauf stehen, aber so eine Rakete kann da trotzdem durchfliegen. Klingt komisch, ist aber so. So, das heißt, wir machen jetzt erst einmal schön systematisch alles tot. Also, außer natürlich, die Sachen werden reingespawnt. Ich weiß ja nicht einmal, kann man den Schild verletzen? Nö. Also da drauf ballern scheint irgendwie noch nichts zu bringen, oder? Oder muss ich unten irgendwas machen? Nee, da kann ich nichts machen. Ich benutze einfach mal die Lightning Gun und mache ein paar der gefährlichen Typen hier weg. Den da zum Beispiel. Ich finde es super, dass die Lightning Gun wortwörtlich die Raketen nicht treffen kann. Die konnte die Raketen nicht zerstören. Warum? Gib mir einen Grund, warum? Gib mir einen blöden Grund, warum? Oh
Ach, falsche Waffe, scheiße. Ich wollte die Nailgun wieder. So, der ist weg, sehr schön. Ach so, okay. Ich wurde von irgendwas gehittet. Muss man wissen, es ist... ist halt so. Mensch. Ja, ja. Aimbotte mich halt noch mehr. Was soll ich denn machen, bitte? Es ist so lächerlich. Man kann durchschießen offensichtlich, aber drauf stehen. Ich meine, gut, das ist jetzt wenigstens Energiezeugs. Wie gesagt, kann man sich noch eine bescheuerte Ausrede einfallen lassen für. So von wegen, ja, das zählt nicht. Mann, was muss ich denn jetzt eigentlich machen? Kann man mir das mal bitte zukommen lassen? Cool. Konnte ich nichts gegen tun. Ja, cool, konnte ich nichts gegen tun. Wer kommt denn auf die Idee? Wer kommt denn auch auf die Idee, gerade die Gegnerart dahin zu packen? Wie bescheuert ist das? Jetzt... wie bescheuert ist das, bitte? Ach so, da fliegt schon eine Rakete. Ja, blöd. Alter Verwalter. Ey, er hat geschossen. Das heißt, er kann jetzt nicht so schnell nochmal schießen. Er ist tot, endlich. Oh, aber da kommt schon der nächste. Nett, nicht wahr? Ich weiß immer noch nicht, ob das, was ich gerade mache, überhaupt Sinn macht. Da sind halt Gegner und ich töte die. Aber da ist auch ein Endgegner mit einem Lebensbalken. Ich habe keine Ahnung, ob das, was ich hier mache, gerade überhaupt richtig ist. Oder ob ich hier gerade nur meine Zeit verschwende. Und meine Munition. Naja, den gibt's ja auch noch. Ist da jetzt was Neues reingekommen? Alter, was soll ich denn machen? Was soll ich denn bitte machen? Ich weiß nicht, was das Spiel von mir verlangt. Ich kann nicht allem ausweichen. Das ist unmöglich. Dafür ist man nicht schnell genug. Hier, jetzt hat er halt daneben geschossen. Das ist jetzt mein Glück gewesen. Stichwort Glück. Scheint irgendwie das Einzige zu sein, was man dagegen machen kann, gegen all das. Hat er sich gerade teleportiert oder sah das nur so aus? Ja, da unten ist nochmal so einer.
Ach, und da ist noch so einer. Warum sage ich eigentlich noch überhaupt was? Es spricht doch eigentlich schon alles für sich selbst. Von irgendwelchen Waffen beschossen werden, wo man sich nicht gegen wehren kann. Je nach Situation. Der schießt sogar durch den Endgegner durch. Habt ihr das gerade gesehen? Die Rail von ihm ging durch den Endgegner hindurch. Es wird ja richtig witzig, wenn er mich dann dadurch erwischt. Ja, okay. Offensichtlich bin ich jetzt durch einen fairen Angriff gestorben. Ich weiß nicht, was das Spiel von mir will. Ich weiß es echt nicht. Ich habe auch keine Zeit, mich zu heilen. Da sind zwar die Heildinger, aber die kann ich nicht mal benutzen. Ich habe wortwörtlich nicht die Möglichkeit, die wirklich gescheit zu benutzen, weil die erstens mal durch den Endgegner durchballern mit ihren Railguns. Keine Ahnung, also wenn man sowas bei der Qualitätskontrolle zum Beispiel merkt, dann nimmt man diese Gegner aus dieser Stelle raus, wenn die durch den Endgegner durchschießen. Durch diesen großen Endgegner. Mit Railguns übrigens. Waffen, die einen One-Hitten können. Aber wer liebt es nicht, durch ein solides Objekt von einer Waffe getötet zu werden in einem Videospiel? Wo man sich nicht wehren kann, weil man es nicht mal sieht. Jetzt steht der Endgegner drin. Jetzt steht der Endgegner drin und ist wahrscheinlich unverwundbar, weil ich ihn gar nicht mehr richtig treffe. Wenn er sich da jetzt nicht rausbewegt, dann hab ich Pech, oder? Oh, er ist tot, lol. Jo, wieso auch immer, aber ich nimm's einfach mal an. Ich habe jetzt noch 2 HP, wenn jetzt nochmal so ein Hitscan-Gegner hier reingespawnt wird, da habe ich gar keine Chance mehr. Das hier ist depleted. Auf der anderen Seite müsste noch eins sein, falls ich da jetzt überhaupt gescheit hinkommen kann. Nein, kann ich nicht. Ach Gott. So, wo sind jetzt gerade Gegner? Von wo schießen die auf mich? Ah, oh, natürlich, natürlich, da unten steht einer. Ach, hier ist jetzt auch noch mal so ein Gegner, okay. Wie schaut es jetzt mal eigentlich aus, dass man mir mal kommuniziert, was ich eigentlich machen muss? Oh, cool. Ich bin schon wieder gestorben und weiß nicht warum. Hier explodieren einfach irgendwelche Sachen hin und wieder und es soll... Ach, da ist jetzt noch so einer und weil ich 2 HP habe, kann ich mich dagegen nicht wehren. Ah, interessant.
Na scheiße. Ey, Gott, wer hat das, wer war dafür zuständig? Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt einfach mal warten und gucken, dass irgendwas auf mich zuläuft. Ich weiß nicht mal, was ich machen muss. Ich weiß nicht, das hier bringt nichts. Endlich mal konnte ich gescheit gegen den kämpfen. Irgendwas Neues ist da jetzt irgendwo. Ah, so einer. Okay, das geht ja noch. Da kommen ein... Ich weiß nicht, kommen da jetzt unendlich Gegner? Ja, nein. Da ist jetzt schon wieder so einer, oder was? Und da ist noch einer mit einer Rail. Interessant. Ich weiß nicht, ob ich jetzt... Ich werde mich mal heilen. Aus irgendeinem Grund haben sie mich jetzt gelassen. Ich nehme es einfach mal an. Dieses Geschenk. Die haben sich erbarmt. Noch da hinten. Natürlich da von unten geschossen. Ey, Mann. Das ist so eine bescheuerte Stelle, Alter. War cool, man tötet den einen und da kommt direkt noch einer. Das ist ja eine tolle Belohnung dafür, den zu töten. Ach so, und er schießt da unten dran und es macht trotzdem Splash. So, jetzt sind beinahe meine Raketen weg. Ich weiß nicht, was da noch alles rein teleportiert wird. Ich weiß auch nicht, was ich machen muss. Immer noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob das, was ich hier gerade mache, überhaupt richtig ist. Ach, da unten ist jetzt einer und schießt direkt mit der Rail auf mich. Cool. Wo ist denn der jetzt? Ah, da. Oh Mann, oh Mann. Ja, Grenades sind es doch, glaube ich, oder?
Messer. Passiert da mal irgendwas? Irgendwas? Und dann ist da ein Scheißloch. Really? Was für Muni ist das? Hyperblaster, oder? Ach, da kann man drauf schießen. Cool. Na danke. Na danke, dass ich das jetzt auch mal mitbekomme. Kann die mal entweder verrecken oder mich in Ruhe lassen. Und weg ist sie. Ey, wer hat dieses blöde Drecksloch dahin gemacht? Jetzt habe ich echt keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße. Hätte ich das früher gewusst. Hätte ich das alles früher gewusst. Die kam halt da auf einmal, die stand da auf einmal, muss ich akzeptieren, offensichtlich. Juckt sie nicht? Sie juckt es nicht. Sie juckt es nicht, dass da einer mit einer fucking Lightning Gun Dauerfeuer auf sie macht. Ist ihr egal, ist ihr komplett egal. Ich meine, was zur Hölle, Lightning Gun, ey, ist eine der stärksten Waffen in dem Game. Und sollte mich das auch interessieren. Ich schieße einfach munter weiter. Mann, jetzt treffe ich von hier aus nicht einmal gescheit. Ey, hätte man das früher gewusst. Wow. Wow. Hätte man das früher gewusst. Oh Mann. Oh Mann, ey. Gott.
The Macron's dead and the Nexus is destroyed. Not a bad bit of work, Kane. Kane did an adequate job executing my plan. Humble to the end, Strauss. Kane's actions have sent the Stroke forces into disarray. Lieutenant Voss would have been proud of you, buddy. You survived the impossible. And speaking of that, there is the small matter of the wager I have won. Yes? Kane, yes, sir. What is it? All right, but, sir, all right. Kane just got back. Hey. What do you say we go for? Yes, sir. I'll see to it. All right with you, Kane? Kane, you have new orders. Okay, das sieht nach Credits aus. Ja. Ja, doch, das sind definitiv Credits. Sie sind erst sogar in Strokisch und werden dann erst auf Englisch angezeigt. Ja, krass. Aber gut, gut, dann war es das jetzt mit Let's Play Quake 4. Im Großen und Ganzen ist es schon ein echt nices Spiel, nur gegen Ende wurde es irgendwie eine komplette Shitshow, ich weiß auch nicht. So viele Stellen, wo man einfach aus irgendeinem Grund tot war und nicht wusste, warum und alles. Ich weiß auch nicht, das Ende... Durch diese letzten paar Level haben sich teils echt komisch angefühlt und dann waren irgendwie immer dann genau NPCs da, wo man sie nicht brauchen konnte. Wirklich, es gab Stellen, die wären einfach ohne die NPCs so viel besser gewesen. Ich erinnere mich zum Beispiel nur das mit Sledge. Alles mit Sledge wäre ohne Sledge besser gewesen, also keine Ahnung. Ist halt, ja, ich soll mal sagen, das Ende hätte besser sein können insgesamt, so die letzten paar Level. Weil die ersten waren sehr gut eigentlich, wirklich. Und ich meine, gut, war jetzt nicht so, wie als wären die letzten Level allesamt scheiße, aber sie hatten halt viele Stellen drin, wo ich persönlich sagen muss, die haben mir nicht gefallen. Und auch jetzt beim Endgegner, ich wusste nicht, was ich machen muss. Ich meine, zumindest zugegeben hat es so einen gewissen Aha-Moment. Der kam bei mir nur viel zu spät. Viel zu spät, da war ich, ne, schon leicht angenervt von allem. Deswegen, ja, kann ich mich darüber auch noch nicht so richtig freuen, gerade über diesen Aha-Moment. Ach, das muss man machen bei dem Endgegner. Oh wow, die Credits gingen aber sehr schnell vorbei. Wow, normalerweise hat man bei den Credits Zeit zu labern und zu labern und zu labern. Bis zum geht nicht mehr, aber hier einfach mal vorbei. Ja, krass. Na gut, das Spiel ist auch schon ein bisschen älter, nicht wahr? Es ist jetzt nicht so wie bei aktuellen Spielen, wo die Credits fast so lang gehen wie das Spiel selbst. Okay, ist übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Aber ja, trotzdem. Quake 4 trotzdem ein gutes Spiel. Insgesamt schon ein gutes Spiel. Hat definitiv ein paar Stellen drin und ein paar Sachen, wo ich persönlich jetzt sage, die gefallen mir nicht ganz so gut. Aber das ist bei den meisten Spielen so, es gibt, glaub, kaum ein Spiel, außer Doom, wo mir nicht irgendetwas missfällt, heißt, es ist in Ordnung, es ist jetzt insgesamt trotzdem ein, echt nettes Spiel gewesen, es auch mal wieder durchzuzocken. Ist ja, wie gesagt, ewig her gewesen. Ich habe das irgendwann mal durchgezockt. Ich weiß nicht mal, wie alt ich da war. Also schon sehr lange her. Es war ja wirklich praktisch blind. Naja. Trotzdem hoffe ich, ihr hattet Spaß bei dem Let's Play. Auch wenn ich jetzt vor allem jetzt beim Endgegner ein bisschen schlechter gelaunt war dann gegen Ende, weil ich echt nicht mehr wusste, was ich machen muss. Und ja. Und als ich es dann rausgefunden habe, war halt echt, wie gesagt, zu spät. Naja, was soll man machen? Ja, trotzdem, man sieht sich beim nächsten Let's Play wieder. Bis dann. Ciao.